Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Adventure Tale of Etria. So, wie ihr seht, habe ich ein wenig weiter gefarmt im Off. Hatte aber auch Glück beim Freirubbeln tatsächlich. Ich hatte nochmal die drei gelben Masken. Ja, ich habe jetzt 752 Steinchen und 18.422 Ekus. Das heißt, wir können uns heute das R4-Pferd kaufen und weitermachen. Yay! Und ich werde mir heute auch noch eine neue Fellfarbe kaufen. Boah, heute ist Shoppingtag hier. So, R4-Pferd, Experte. Und ich möchte das Pferd Calypso nennen, weil ich finde, es passt sowohl zu einer Stute als auch zu einem Hengst ganz gut. So, da ist er, unser Calypso. Er beginnt direkt mit den Werten auf 56. Will ich eigentlich wissen, wie teuer das gleich ist, wenn wir den mal irgendwie trainieren müssen? Eigentlich will ich es gar nicht wissen, aber ich gucke gleich trotzdem mal. Denn in ihn werde ich jetzt mein Geld reinstecken, denke ich mal, fürs Training. Denn wir brauchen im Endeffekt dann später nur noch ihn von den Werten her, beziehungsweise ein noch besseres Pferd. Und da R4 ja schon das höchste ist, müssen wir ihn jetzt trainieren. So, mal ganz kurz gucken, habe ich hier noch irgendwas freigeschaltet? Nein, schade. So, wie teuer ist jetzt das Training? Was bringen eigentlich diese Trainer, wenn man die freischaltet? Weiß das jemand? Hat das jemand mal ausprobiert? So, ein Training kostet auf diesem Level 3374 Ekus. Ja, Gesundheit. Gut, wir gucken mal in den Laden. Was ist im Privatverkauf heute? Tagesmedizin. Nee. Oh, und Isabel. Kommt dann als nächstes. Oder? Oder ist das... Sind das Sachen, die so durchwechseln? Nee, ne? Weil ich weiß es nicht, was man mit den Sachen hier macht, wo kein Freischaltepreis drunter ist. Oder wo so ein Schloss vor ist. Keine Ahnung. Oder rutscht es dann doch immer eins weiter? Ich weiß es nicht. So, Pferde. Ich wollte mir ein Fell kaufen. Und ich wollte mir gerne das Graue kaufen, was aber eigentlich eher aussieht wie ein Schimmel. Jawohl. So, jetzt sind wir auf 382 Steine runter. Ja, und dafür wollte ich mir die Steine eben sparen. So... Zack. Was war das nochmal? Ach ja, genau, da muss man ja eh hin. So, also, Calypso ist aktuell noch eine Stute, wird aber mit Sicherheit wieder zum Hengst werden. Ein Schimmelchen. So. Abzeichen. Nee, nicht Abzeichen. Musterung. Ich wollte dann nämlich eine leichte, bräunliche Musterung gerne drauf machen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie so mache oder vielleicht mache ich sie auch so. Ich glaube, ich mache sie so bräunlich. Ich wollte nämlich einen kleinen Tigerschecken daraus machen. Also doch keinen Schimmel. Mohaha. Mähne möchte ich auch weiß machen. Schwarz ist auch ganz süß. Aber, ach, das hier, ach, das ist auch knuffig. Oh, das ist auch knuffig. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ich wollte es eigentlich schimmelig machen, aber so ist auch schön. Ich glaube aber trotzdem, das Weiß gefällt mir besser. Also zumindest beim Schweif und dann möchte ich es gerne auch bei der Mähne haben. So, ansonsten habe ich ja noch nichts freigeschaltet hier. Oh ne, jetzt müssen wir dem Pferd wieder alles beibringen, ne? Oh. Aber süß ist sie. Süß ist sie, unsere Calypso, beziehungsweise er. Bald ist es ja wieder ein R. So, und jetzt können wir auch die Aufgabe machen. Hui. Jetzt können wir auch die Aufgabe machen, denn jetzt haben wir den benötigten Wert. Und man merkt doch deutlich, wie viel schneller man ist. Wenn man schneller ist, die Ausdauer länger hält und... Also es ist doch viel angenehmer, muss ich sagen. Wow, wir sind also wirklich ganz gut unterwegs. Ja, wie gesagt, meine Equus werde ich jetzt in das Training von Calypso stecken. Ach, jetzt geht der Pfeil auf einmal zurück, oder wie? Musste ich gar nicht zur Küste. Willst du mich eigentlich veräppeln, Pfeil? So, 46. Doch, wir mussten hier oben noch irgendwo hin, oder? Nee, da unten. Ha! Cookie, da wäre ich direkt falsch geritten. Warte mal, warum sehe ich die Taschen? Doch, ich sehe die Taschen. Ich bin wieder verwirrt. Das ist cool. Jetzt haben wir mal ein ganz anderes Pferd. Ich überlege momentan noch, soll ich die Fleckchen drauf lassen, die Tigerscheckung, oder soll ich die runternehmen? Was gefällt euch denn besser? Lieber ein Schimmel ohne oder mit?
dachte, so haben wir mal ein bisschen was anderes. Nicht so einfarbig. So. Oh. Nee, andere Richtung. Warum dreht sich das Pferd eigentlich immer in die Richtung, in die man gerade nicht will? Irgendwie. Calypso ist genauso ein Scherzkeks wie die anderen Pferde auch alle. So. Okay. So, ich muss lernen, dem Pfeil zu vertrauen. So, jetzt müssen wir erstmal... Ups, ja, ich weiß, der Tempel ist da, aber der Pfeil zeigt mir tatsächlich die Richtung an, in die ich reiten muss. Und damit auch die Richtung... Also, wenn ich nicht irgendwo einen Abhang runterkomme, dann zeigt mir der Pfeil wirklich auch an. Guck mal da, da ist doch der Weg nach unten. Stell dich nicht so an. So, okay. Da sind wir, na, da guckst du, was? Mit neuem Pferd. Willkommen zurück. Du hast es geschafft. Mal sehen, was geschieht. Ich bin gespannt. Gib mir die Reliquie. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Es passt. Sieh mal, die Säulen waren unter dem Sand. Ah, ha. Zurück, da ist ein weiteres. Dann müsste jetzt eigentlich wahrscheinlich nur noch... Ah ne, da hinten ist noch eine gekommen, okay. Wir haben die Säulen, wir haben die Spiegel. Sie sind so hell, sie blenden. Es muss einen Weg geben, sie zu drehen. Ja, dann probieren wir das doch mal aus. Versuch es weiter. Kannst du die Spiegel verschieben? Gut. Versuch jetzt den Lichtstrahl auf den Edelstein zu richten. Ach, da oben. Ich habe das Licht gar nicht gesehen. Ach Gott. Jetzt müssen wir zu dem hier. So, dann müssen wir das wiederum da hinten hindrehen. So, und das dann dahin. So. Gut. Und da öffnet sich der... Wow, da ist das erste Pferd. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so sehen sie also in Farbe aus. Wir haben sie am Anfang nur gesehen und am Ende jedes Videos seht ihr sie ja auch einmal. Das sah das für mich eher aus, als ob sie wie so ein Hirschgeweih hätten. Hier würde ich jetzt sagen, die hat eine Koralle am Hals. Okay. Du hast es geschafft. Es leuchtet wie eine Sonne. Siehst du? Die Tür öffnet sich. Es ist eines der vier. Das Küstenpferd ist frei. Jawohl! Unglaublich. Einfach unglaublich. Ich kann kaum glauben, dass du es geschafft hast. Ja, wir haben 1000 Equus bekommen und nochmal 40 Steinchen obendrauf. Und viel wichtiger, das Küstenpferd ist befreit. Ja, was ein Fortschritt hier in dieser Folge. Gehen wir zurück zur Koppel. Okay. Gut gemacht. Oh, gut gemacht. Das Küstengebiet ist wieder sicher. Sein 1000-jähriges Pferd ist zurückgekehrt. Das heißt, das müssen wir jetzt noch im Grasgebiet finden und in dem Gebiet, was wir noch nicht freigeschaltet haben, oder? Müssen wir mal gucken. So, da würde ich jetzt gerne drüber hüpfen. So. Wobei es im Endeffekt wurscht ist. Wenn ich das nicht selber trainiere, dann ist es tatsächlich eigentlich egal. Weil das Training wird, glaube ich, nicht günstiger, je weiter man das gefüllt hat, oder? Wenn das so ist, dann wäre das natürlich nice, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das müsste man mal gucken. Wartet mal gerade. Och Gott, ja, es ist noch nichts zu sehen. Das dauert noch, bis da mal irgendwie was auftaucht. Okay. So, zurück zur Koppel. Nimm's mir nicht übel, aber ich sammle hier oben die Tasche noch fix ein. So. Huch. Was ist jetzt? Oh, Tomin. Kaylee, ich habe Neuigkeiten. Ich habe Alicia gesehen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Kommst du mit? Reden wir mit ihr. Okay. Ich komme auch mit.
Wollt ihr nicht mal ein bisschen Zahn zulegen? Ihr seid immer so ultra lahm unterwegs. Ah, ich habe gerade ein Lied im Kopf, was auch Calypso heißt. Aber ich krieg irgendwie den Text nicht mehr zusammen. Von John Denver. Ay, Calypso, da 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 da. Na, irgendwie, die Melodie war ein bisschen anders. Also es ist ein sehr schönes Lied. Habe ich früher immer gehört, weil meine Eltern immer riesen John Denver-Fans waren. Dann haben wir das immer auf längeren Fahrten lief das dann oft im Auto. Ja, damals hatten wir noch Kassettendecks im Auto. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass man damals, wenn man so einen Bandsalat hatte auf der Kassette, dass man dann einen Stift da durchgesteckt hat, durch diese Öffnung der Spulen, wo das Tonband drüber lief und man dann das damit wieder aufgewickelt hat. Oh Gott, meine Kindheit. Wie oft hatte ich Bandsalat abends in der Stereoanlage, wenn ich mir ein Hörspiel angehört habe von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, TKKG, Scotland Yard, die fünf Freunde, was habe ich da alles gehört, meine Güte. Ach ja, eine schöne Zeit war das. Eine schöne Zeit. Wenn die Hörspiele, es gibt leider nicht alle Folgen auf Spotify, hallo. Aber ich habe mir tatsächlich die Wendy-Hörspiele vor kurzem nochmal angehört. Alice, hier bitte, lauf nicht davon. Wir waren so lange Freunde. Was ist mit dir geschehen? Ich kann es dir nicht sagen. Du wirst es niemals verstehen. Bitte versuche es zu erklären. Sei nicht so traurig. Wir geben unser Bestes, dich zu verstehen. Niemand versteht es. Ich habe versucht, es den Ahnen zu erklären, aber sie haben nicht zugehört. Sie wollten, dass ich die vier nehme. Ich kann nicht glauben, dass die Ahnen so etwas getan haben. Wie konnten sie nur? Wie konntest du? Ich schwöre es, Kaylee, ich würde den tausendjährigen Pferden niemals wehtun. Aber ich hatte keine Wahl, ich musste sie wegnehmen. Bitte, Alicia, denk an das, was du Etria und auch deiner eigenen Welt angetan hast. Es muss einen anderen Weg geben. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn der Neueste eurer tollen Auserwählten mehr erfahren möchte, muss ich erst besiegt werden. Du glaubst, dass du gut bist? Du glaubst, mich schlagen zu können? Ich fordere dich heraus. Und wie? Hat aber jemand die Nase voll. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Anscheinend muss ich erstmal bei ihr bleiben. Anscheinend reiten wir jetzt erstmal zum Ort der Austragung unseres Duells. So. Dann wollen wir mal Calypso. Die machen wir kalt. Im sportlichen Sinne. Die wird schon sehen, was sie davon hat. So, aber das Pferd ist schön. Schicker kleiner Rappe. Aber Calypso ist auch voll toll. Ich mag Calypso. Hui. Wo will sie denn mit uns hin? Ich habe keine Ahnung, wo sie mit uns hin will. Ha. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt gleich wieder beim Tempel. Vielleicht ist hier die nächste Aufgabe. Scheint so, ja. Scheint so, als würde es hier losgehen. Aha. Ich bin echt neugierig, was jetzt folgt. Sag mal, willst du mich veräppeln? Hättest du direkt rechts rumreiten können, Schnepfe. Ah, es geht ins nächste Gebiet. Aha. Okay, cool. Cool, cool. Wir kommen ins dritte und nächste Gebiet.
Ach ja, Tomin ist auch mitgeeiert. Alles in Ordnung? Bitte lass dich nicht entmutigen, es ist noch nicht vorbei. Erzähle Kaylee auf der Koppel, was geschehen ist. Zeige ihr, dass es dir gut geht. Ich gehe zum Heiligtum und warne die Ahnen. Okay, also wir haben doch noch nicht das nächste Gebiet bekommen. Aber fast. Du kannst nicht gewinnen, ich bin die Beste. Du wirst niemals so gut sein wie ich. Elisha, hinterherjagen, bitte was? Ich hätte dich abgehängt, du bist stehen geblieben, weil ich zu schnell für dich war, ja? So, 40 Steinchen haben wir bekommen und 1100 Equus. Das heißt, ich werde mich für heute erstmal verabschieden, werde in der Zwischenzeit schon mal die Geschwindigkeit, glaube ich, ein bisschen trainieren von Calypso, dass wir da schon mal einen Punkt erhöhen und schon mal ein paar Equus rein investieren. Und ja, dann wird es wahrscheinlich morgen weitergehen mit der nächsten Folge. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!